Hast du ihn schon gefragt? Was soll ich ihn fragen? Komm schon, du wolltest ihn fragen, was für Mädchen er mag. Na ja, er hat mir kurz von den Charakteren seiner idealen Freundin erzählt. Na und? Zuerst muss er sie attraktiv finden. Sie muss also schön sein. Bin ich schön genug für ihn? Sie muss nicht schön sein, aber irgendwie attraktiv. Das verwirrt mich. Muss sie jetzt schön sein oder nicht? Er kann sich nicht in ein Mädchen verlieben, das er nicht attraktiv findet, auch wenn es sehr schön ist. Ach so. Als ich ein Kind war, hieß es immer, dass Mädchen nur schön sein müssen, um Jungs anzuziehen. Aber jetzt muss man auch noch attraktiv sein. Ja, ich habe das Gleiche gedacht, bis ich mich in einen Typen auf der Highschool verliebt habe. Hat die Geschichte ein Happy End? Nein, überhaupt nicht. Aber nachdem ich ihn kennengelernt habe, bin ich erwachsen geworden. Also mochte er dich nicht, weil er dich nicht attraktiv genug gefunden hat. Kira, das ist jetzt nicht das Thema. Ja, stimmt. Weiter bitte mit dem Jungen, den ich mag. Sie muss ihm treu sein. Sie betrügt ihn nie, aus welchen Gründen auch immer. Ja, ich habe gehört, dass Männer es am meisten hassen, betrogen zu werden. Aber auch Frauen hassen es. Es ist wahr. Loyalität ist für jeden sehr wichtig, nicht nur in einer Liebesbeziehung, sondern auch in jeder Art von Beziehung, zum Beispiel Freundschaft. Was hat er dir noch gesagt? Sie hört zu und akzeptiert, dass er manchmal Probleme hat. Wenn er Probleme hat, werde ich ihm natürlich zuhören, solange er es will. Ich werde ihn mit allem unterstützen, was ich habe. Du bist verrückt nach ihm, oder? Ja, seit ich ihn kennengelernt habe, hat sich mein Leben geändert. Mein Gott, hör auf damit. Was hast du noch von ihm gehört?
Sie hat die gleichen grundlegenden Überzeugungen und Werte wie er. Ich verstehe gar nichts. Also soll seine Freundin genau die gleiche Denkweise haben wie er, damit sie ein gemeinsames Liebesleben teilen können. Nein, nicht genau. Seine ideale Freundin und er müssen nicht in allem einer Meinung sein, aber wenn es um grundlegende Überzeugungen und Werte geht, sollten sie aufeinander abgestimmt sein. Das ist wirklich schwierig und braucht viel Zeit. Ich muss mehr über diesen Punkt von ihm nachdenken. Ich glaube nicht, dass ich meine Meinung so einfach ändern kann, so oft er es will. Aber er hat noch ein paar Punkte, von denen ich denke, dass du perfekt passt. Welche denn? Sie ist freundlich zu den Menschen in seinem Leben. Zum Beispiel seine Familienmitglieder, seine Freunde. Findest du es nicht gut? Du bist zu fast allen freundlich. Ja, das ist nur bevor ich sie näher kennengelernt habe. Ich kann aber nicht freundlich zu jemandem sein, wenn ich seine dunkle Seite sehe. Jeder hat eine dunkle Seite. Du hast auch eine. Du hast recht. Vielleicht sollte ich mich in ihre Lage versetzen, um sie besser zu verstehen. Jawohl. Ich wette, wenn du das tust, wirst du die Leute auch zum Lachen bringen. Und das mag er auch an seiner idealen Freundin. Stimmt. Ich habe schon öfter Leute zum Lachen gebracht, während ich versucht habe, mich in ihre Lage zu versetzen. Und glaubst du, dass er mich mag?